Okay, ihr Lieben, ihr habt mich gefragt, Tobi, du erzählst immer irgendwas vom Amalgam-Testing, erwähnst auch, wie krass das Ganze mit den Hybriden wirklich zusammenhängt. Kannst du vielleicht einfach mal ein kurzes Video darüber machen, in dem du uns erklärst, was es jetzt wirklich mit dem Amalgam-Testing auf sich hat und wie jetzt die verschiedenen Hybriden wirklich zusammengehören. Und wisst ihr was, ich mache das einfach jetzt hier in diesem Video. Ich erkläre euch jetzt hier, wie das Amalgam-Testing vom Anfang der Forschung letztendlich wirklich zum letzten Hybriden geführt hat und wie alles zusammenpasst. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video losgeht, will ich dich hier nochmal ganz kurz auf meinen Reaction-Kanal hinweisen. Den habe ich dir mal unten in der Beschreibung verlinkt oder am besten auch gleich hier oben. Da kannst du gerne mal draufklicken, wenn du Reactions von mir sehen willst. Ich werde in Zukunft auf Twitch wesentlich mehr Reactions machen. Das heißt, wir werden uns Dino-Dokus angucken, bestimmte generell Videos über Dinosaurier, über Kaiju und eben Reactions darauf machen. Die werde ich allerdings jetzt separat vom eigentlichen Anon Kaijuverse Kanal hochladen, da ich gemerkt habe, Reactions ist so eine eigene Sache für sich. Die einen mögen es total, die anderen sagen, nö, finde ich Quatsch. Und für all diejenigen, die sagen, nö, finde ich Quatsch, das wird es auf dem Kanal jetzt hier nicht mehr geben. Für alle, die sagen, ich habe voll Bock auf Reactions, schaut doch einfach mal auf Anon Kaijuverse Reactions vorbei. Dort werden auch in Zukunft alle aktuellen Trailer-Reactions hochgeladen und auf dem Kanal werden dann eben Trailer-Analysen und eben ganz normale Infotalks hochgeladen. So viel nur ganz kurz dazu und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Zu Beginn sollten wir erstmal den Begriff Amalgam-Testing besprechen. Amalgam bedeutet ungefähr so viel wie Zusammenführung, denn genau das passiert ja auch bei den Hybriden. Die Hybriden sind eine Zusammenfassung oder eine Zusammenführung aus zwei verschiedenen Komponenten oder eben auch mehr. Der Ursprung des Amalgam-Testings ist auf der Isla Sorna. Die gesamte Einrichtung sehen wir in Jurassic Park 3, weil da sehen wir ja auch dann zum allerersten Mal die normalen Dinosaurier-Eier, die kannten wir auch schon aus Jurassic Park 1. Wir sehen hier aber zum allerersten Mal diese riesigen Reagenzgläser, wo Dinosaurier scheinbar bis zu einer bestimmten Größe herangewachsen sind, bis sie dann eben freigelassen wurden oder eben in dem Fall hier in der Suppe sterben mussten, weil zwischendurch der Hurricane Clarissa über die Insel gefegt ist und eben die Forscher auf der Isla Sorna von der Insel fliehen mussten. Auf die Idee des Amalgam-Testings kam Dr. Henry Wu schon relativ früh, denn wie wir alle wissen, sind Dinosaurier aus dem allerersten Jurassic Park Film auch nicht komplett 100% so, wie sie eben früher waren. Wir erfahren zum Beispiel, dass die Dino-DNS aus den Filmen mit Frosch-DNS komplementiert wurde und somit dann eben der DNS-Strang zu 100% aufgefüllt wurde. Man könnte quasi sagen, der Dino-DNS-Strang hier wurde mit einer fremden DNS gestreckt, um eben komplett zu sein. Aus diesem Grund wurden ja dann eben auch die Eigenschaften der Frösche auf Dinosaurier übertragen und Dinosaurier konnten plötzlich, genau auch wie diese Froschart, ihr eigenes Geschlecht ändern und sich dann somit eben fortpflanzt. Quasi der Grund, warum der Jurassic Park auch dann irgendwie außer Kontrolle geraten ist. Da habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das wäre natürlich auch passiert, wenn Dennis Nedry nie die Embryos gestohlen hätte und eben den Strom abgeschaltet hätte, denn die Forscher wussten das anscheinend nicht. Die waren ja alle überrascht, das wäre eventuell so oder so alles tierisch schief gegangen. Aber das war auf jeden Fall der erste Grundstein, warum Dr. Henry Wu sich damals gedacht hat, okay, Moment, wir haben jetzt die Frosch-DNS nur benutzt, um einen geringen Teil der Dino-DNS wieder aufzufüllen und trotzdem konnten die Dinosaurier die Eigenschaft dieses Frosches mit übernehmen. Im Buch ist es zum Beispiel auch so, dass der T-Rex einen Teil einer fremden DNS übernimmt und deswegen nur auf Bewegung reagiert. Im Film wird das Ganze ja als Wissenschaft dargestellt, im Buch ist das allerdings nicht so. Henry Wu hat daraufhin also den Plan gehabt, nachdem der Jurassic Park hätte geöffnet werden sollen, auf die Isla Sorna zu reisen, um dort eben seine Forschungen zusammen mit einer Dr. Charlotte Lockwood fortzuführen. Hierbei hat Dr. Henry Wu ebenfalls Teile des Amalgam-Testings im Hinterkopf gehabt, er wollte aber ein bisschen weitergehen. Er wollte nicht einfach nur kleine DNS-Stränge von anderen Kreaturen oder von anderen Tieren, Entschuldigung, in die Dino-DNS mit einbauen. Das sind dann wesentlich größere DNS-Stränge, um eben auch die Eigenschaften, die Farbe, das Aussehen oder eben auch bestimmte Charakterzüge der Tiere, wie Aggressivität, umzuändern. Er wollte also quasi komplett ins genetische System der Tiere eingreifen und das eben mit anderen kombinieren. Was wirklich die ersten Dinosaurier waren, die aus dem Amalgam-Testing herausgekommen sind, das wissen wir nicht offiziell. Was wir allerdings wissen ist, dass die Velociraptoren, die wir in Jurassic Park 3 sehen und aber auch der Spinosaurus aus Jurassic Park 3, dass das mitunter die ersten wirklich erfolgreichen
Prototypen des Amalgam-Testings gewesen sind. Aus diesem Grund ist der Spinosaurus auch so seltsam aggressiv, seltsam stark, sieht anders aus, das wurde erst später mit dazu gedichtet, und verfolgt die Menschen quasi schon fanatisch über die gesamte Insel. Er verhält sich quasi nicht mehr wie ein Tier, sondern mehr wie ein Monster, weil die DNS des Spinosaurus eben mit einem relativ großen DNS-Strang einer anderen Kreatur, ich glaube, man weiß gar nicht, was für ein Tier oder was da noch alles mit drin steckt, das müsste ich mal nachgucken. Wenn ich es herausfinde, werde ich sie einblenden. Wenn nicht, kam jetzt einfach nichts. Auf jeden Fall wurde der Spinosaurus so stark verändert, dass er eben diese außer Kontrolle geratenen Charakterzüge entwickelt hat. Dasselbe haben wir auch bei den Velociraptoren festgestellt. Die wurden nämlich wesentlich zu schlau. Also die waren unberechenbar, die hatten kein wirkliches Muster mehr, dem man folgen konnte. Die Tiere waren quasi Monster. Deswegen sagt man auch immer so schön, Jurassic Park 3 ist mehr ein Monster-Movie. Und ich muss sagen, ey, man kann Jurassic Park 3 kritisieren, wie man will. Und ja, das Amalgam-Testing wurde im Nachhinein erst dazu gedichtet, aber ich finde, in dem Fall hier passt das einfach ganz gut und es wertet Jurassic Park 3 nochmal in Sachen Logik sehr stark auf. Durch die Zerstörung des Hurricane Clarissas allerdings, der zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 auf die Isla Sorna gekracht ist, waren die gesamten Systeme für das Amalgam-Testing stark in Mitleidenschaft gezogen worden und Dr. Henry Wu konnte seine Forschungen nur sehr langsam fortführen und naja, er kam eben nicht weiter als bis zu diesen beiden Spezies, Spinosaurus und Velociraptor. Auf der offiziellen Website von Jurassic World ist sogar noch ein dritter Saurier angegeben, der durchs Amalgam-Testing entstanden ist. Den werde ich dir hier gerade mal einblenden. Haben wir allerdings nie gesehen. Ob der nochmal eine Rolle spielen wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste Wu letztendlich seine Forschung abbrechen, weil er eben die finanziellen Mittel nicht mehr hatte, um das Ganze weiter fortzuführen. Eines Tages aber kam ihm ein Simon Maserani über den Weg gelaufen, der natürlich wusste, dass Dr. Henry Wu essentiell wichtig für den Jurassic Park gewesen ist, da Wu ja mehr oder weniger die gesamte Kontrolle über alles hatte. Also Wu ist das Mastermind hinter der Erschaffung der Dinosaurier gewesen. Wu hat das Angebot von Maserani natürlich angenommen, denn der würde die Forschung von Dr. Henry Wu weiter finanzieren. Und Dr. Henry Wu tat dann genau das, was er eben auch schon auf der Isla Sorna gemacht hatte. Er entwickelte das Amalgam-Testing weiter. Und halt, stopp, nein, wenn du jetzt denkst, ja, danach kam der Indominus Rex raus. Nein, jetzt ganz wichtig für alle, die die Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous noch nicht gesehen haben und auch sagen, ich will die gar nicht erst sehen, die ist mir vielleicht auch zu kindisch, ist vollkommen in Ordnung. Ich erkläre es dir einfach jetzt hier im Video, denn der allererste Hybride, der wirklich gezüchtet wurde von einem Dr. Henry Wu, ist der sogenannte Scorpius Rex gewesen. Im Scorpius Rex stecken ebenfalls, wie bei allen anderen Hybriden auch, sehr viele andere DNS-Stränge mit drin. So, warum wird der jetzt aber als Hybrid bezeichnet und der Spinosaurus zum Beispiel nicht? In der Welt von Jurassic Park und Jurassic World werden Kreaturen erst dann Hybride genannt, wenn wirklich zwei verschiedene Dinosaurier-Spezies oder mindestens zwei zusammengemischt werden. Im Fall vom T-Rex zum Beispiel aus Jurassic Park 1 haben wir einen Dinosaurier und Frosch-DNS. Das zählt hier in der Welt nicht. Grunde genommen wäre das auch schon ein Hybrid gewesen, aber im Jurassic-Universum geht es eben darum, Dinosaurier mit Dinosaurier kombiniert und dann haben wir eben dann die Hybriden. Der Scorpius Rex war, naja, nahezu die perfekte Waffe mit einer klitzekleinen Ausnahme. Er hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also beziehungsweise er hat funktioniert, er hatte einen Nachtsichtblick, er konnte mit Giftstacheln schießen, er wurde als Waffe konstruiert. Warum das so ist, das wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Jurassic World gesehen habt. Diese ganze Waffenkonstellation war kein Zufall gewesen. Allerdings konnte der Scorpius Rex nicht unter Kontrolle gebracht werden. Deswegen wurde das Tier kurzerhand auf Eis gelegt und dann erst später in der Serie Jurassic World Camp Cretaceous von Kenji wieder aufgetaut. Das Ganze war ein Versehen und das Tier wurde erst dann wieder aufgetaut, nachdem Owen und Claire die Insel schon längst verlassen hatten, denn Jurassic World Camp Cretaceous spielt auch zu einem Großteil auf der Insel, aber nach Jurassic World 1. Das heißt, hier mussten sich dann quasi die Kinder mit dem allerersten Hybriden herumschlagen, von dem die wenigsten außer ein Dr. Henry Wu wirklich wussten. Außerdem konnte das Tier sich ebenfalls einfach wahllos fortpflanzen. Und nicht einfach nur wahllos, während in Jurassic Park, ja, da haben wir noch zwei verschiedene Dinosaurier gebraucht. Ein Weibchen und ein Weibchen. Eines der Tiere konnte sich aufgrund der Frosch-DNS eben in ein Männchen umswitchen. Dann hatten wir Männchen und Weibchen, die konnten sich fortpflanzen. Es gab einen neuen Dinosaurier. So viel ist, glaube ich, relativ simpel. Der Scorpius Rex hat hierbei allerdings keinen Partner gebraucht. Das heißt, das Tier konnte sich einfach ohne Partner fortpflanzen, so wie auch Blue später, was auch kein Zufall ist. Auf jeden Fall wurde der Scorpius Rex vorerst auf Eis gelegt und von Dr. Henry Wu mehr oder weniger vergessen. Ich denke mal, Wu dachte, dass das Tier einfach tot wäre oder ging nicht davon aus, dass der nochmal aufgetaut werden würde. Auf jeden Fall lange bevor Jurassic World untergegangen ist und
der Scorpius Rex noch eingefroren war. Und ja, das Tier war wirklich eingefroren während der Ereignisse von Jurassic World 1, hat Dr. Henry Wu also einen weiteren Versuch getätigt. Dr. Henry Wu hat gemerkt, dass Owen die Velociraptoren sehr gut zähmen kann, beziehungsweise dass die Velociraptoren sehr stark auf Menschen geprägt werden können. Das konnten sie vorher eben nicht. Nein, uns fällt nicht einfach nur auf, dass die Velociraptoren in Jurassic World wesentlich vertraulicher den Menschen gegenüber sind. Das Ganze hat wirklich einen Grund, da diese hier nämlich auch anders herangezogen wurden als eben Dinosaurier im Jurassic Park und auch in Jurassic Park 3. Also in allen Jurassic Park Teilen. Da waren das ja eben mehr aggressive Jäger gewesen, die fressen wollten. Und hier wurden die Dinosaurier ja von klein auf den Menschen getrimmt. Gerüchten zufolge soll sogar ein bisschen DNS vom Scorpius Rex in Blue eingeschleust worden sein. Das wäre dann eben auch der Grund, warum Blue sich ebenfalls ohne Partner fortpflanzen kann. Das ist so eine Theorie, die da draußen rumschwirrt. Ich kann mir darauf keinen genauen Reim machen, weil es gibt einfach nichts am Scorpius Rex, wo es Sinn gemacht hätte, das irgendwie in einen anderen Dinosaurier einzupflanzen. Schon gar nicht die Fähigkeit, sich alleine fortpflanzen zu können, macht irgendwie keinen Sinn. Ich denke mal, das war einfach nur ein Zufall gewesen. Henry Wu hat deswegen also die Idee gehabt, den sogenannten Indominus Rex weiter mit bestimmten Fähigkeiten auszustatten, mit der Fähigkeit, sich zu tarnen und die komplette Wärme zu regulieren, damit das Tier eben gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Was übrigens auch nicht getan wurde, damit das Tier irgendwie bei den Besucher cool ankommt. Nein, auch der Indominus Rex wurde bereits fürs Militär geschaffen. Das erfahren wir zumindest in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5. Ich meine, sogar in den Filmen wird das auch mal ganz kurz dargelegt, dass diese ganzen Hybriden nie dafür gedacht waren, nur um die Zuschauer anzulocken. Da war immer ein gewisser, naja, Louis Dodgson hinten dran, der das Ganze fürs Militär gebraucht hat oder eben militarisieren wollte. Jetzt hatten wir eben den Scorpius Rex und der sollte aufgrund dessen, dass das Tier eben die DNS der Raptoren in sich trägt, auch wesentlich zähmbarer sein. Das Ganze hat, wie wir wissen, auch nicht so ganz funktioniert. Es wurde allerdings auch nie wirklich ausprobiert. Da gibt es auch keine offiziellen Daten, warum man das nicht gemacht hat. Möglicherweise hat Henry Wu sich gedacht, okay, pass auf, wir sollten erstmal warten, bis das Tier einigermaßen herangewachsen ist, was aber auch keinen Sinn macht, weil die Raptoren wurden ja schon von klein auf an den Menschen gewöhnt. Auf jeden Fall dachte ein Dr. Henry Wu, ja, der Indominus Rex wird dadurch wesentlich zähmbarer sein, weil er eben diese Raptoren-DNS in sich hat und die Raptoren eben sehr stark auf Menschen reagieren. Allerdings, und das ist ganz wichtig, stecken im Indominus Rex nicht die Blue-DNS-Stränge drin, sondern nur die von einem ganz gewöhnlichen Velociraptor. Blue ist aber nun mal kein gewöhnlicher Velociraptor. Aus diesem Grund suchen sie ja auch Blue immer so eifrig, gerade eben in Jurassic World 2 Fallen Kingdom, wo es ja auch wirklich darum geht, mit Hilfe von Blues DNS den nächsten Hybriden, den Scorpius Rex, zu erschaffen, der dann aufgrund von Blues Loyalität, die scheinbar irgendwie in der DNS stecken soll, auch eben loyaler dem Menschen gegenüber wird. Jetzt haben wir den Indominus Rex bekommen und was der Indominus Rex wirklich macht, er kombiniert die vorherigen beiden Hybriden miteinander. Der Scorpius Rex hat die Größe und eben auch die Farbe und ja, die Körperstruktur des Scorpius Rex, was eben auch Sinn ergibt, der Dr. Henry Wu gesehen hat, wie wendig, wie aggressiv, wie effizient der Scorpius Rex ist, im Gegensatz zum Indominus Rex, der zwar auch sehr effizient war, aber naja, es wird sogar das Thema Häuserkampf mal kurz angesprochen, da ist natürlich ein kleiner Hybrid wesentlich effizienter. Der Indoraptor hat natürlich auch vom Optischen einiges vom Indominus Rex mitbekommen. Allerdings hat man es nicht geschafft, das Tier wirklich auf menschliche Befehle zu zähmen. Naja, das wird aber auch im Film mehr oder weniger noch angerissen. Der Indoraptor soll ja hier verkauft werden in Fallen Kingdom. Ein Dr. Henry Wu will dann aber auch einstreiten und sagt, nee, das Tier ist noch überhaupt nicht für den Verkauf frei. Warum ist das so? Ganz einfach erklärt, die Sache mit dem Laserpointer ist noch nicht wirklich das finale Ziel, denn der Scorpius Rex sollte ursprünglich mit Hilfe eines DNS-Strangs von Blue ebenfalls auf den Menschen dressiert werden, beziehungsweise in diesem Fall auf einen einzigen Menschen, quasi auf einen bestimmten Soldaten, denn das Tier sollte eben militarisiert werden, nur wollte man das eben wesentlich ausgefeilter machen. Der Indoraptor sollte ursprünglich eine perfekte Kombination werden aus Blue, dem Indominus Rex und eben dem Scorpius Rex. Das haben wir allerdings so nicht bekommen, denn das
Selbst hier war, wie gesagt, noch nicht fertig und da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass wir den perfekten Hybriden erst noch zu Gesicht bekommen müssen. Möglicherweise wird das ja in Chaos Theory, die Serie, die wir 2024 bekommen, irgendwie mit eingebaut werden. Ich habe auch vor kurzem erst ein Video gemacht, wo ich dir, neue Leaks veröffentlicht habe und den Grund, warum Jurassic Park 3 mitunter der wichtigste Teil der gesamten Reihe wird. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da gehen wir auch nochmal ganz stark auf das Thema Amalgam Testing und eben Hybride ein. Ich hoffe allerdings, du hast jetzt so ein bisschen besseren Einblick dadurch bekommen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ja, tatsächlich beginnt alles mit dem Zeitpunkt zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3, geht in Jurassic Park 3 über und dann direkt in Jurassic World ein. Aus diesem Grund, ey, ich sag ganz ehrlich, Jurassic Park 3 wird noch eine ganz große Rolle spielen in Zukunft, bin ich mir ganz sicher. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was hältst du von den Hybriden? Was ist dein Lieblingshybrid? Und rank mir hier doch mal gerade alle drei Hybride nach deinem Lieblingshybride bis runter zum schlechtesten. Ich mach das auch nochmal ganz kurz. Ich muss wirklich sagen, von der reinen Story her ist der Scorpius Rex mitunter der beste Hybrid geworden, da der auch wirklich eine tragische Geschichte eigentlich hinter sich hat. Ich will hier mal nichts spoilern, weil ich möchte auch diejenigen, die die Animationsserie noch nicht gesehen haben, mal dazu motivieren, schaut sie euch wirklich an, mindestens Staffel 1 bis 3, danach könnt ihr gerne aufhören, aber Staffel 1 bis 3 sind eigentlich ein Muss, sogar für Jurassic Park Fans. Auf Platz 2 würde ich dann wirklich den Indominus Rex setzen und auf Platz 3 den Indoraptor, wenn es von der Geschichte her geht. Nach dem Äußeren würde ich aber ganz klar sagen, auf Platz 1 der Indoraptor, auf Platz 2 der Indominus Rex und auf Platz 3 der Scorpius Rex. Schreibt mir doch gerne mal dein Ranking in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.